Schichtbeginn auf der Wache Köln-Mülheim. Direkt der erste Einsatz des Tages stellt Polizeihauptkommissar Michael Weber vor eine große Herausforderung. Eine Radfahrerin wurde anscheinend bewusst von einem Auto angefahren und verletzt zurückgelassen. Guten Tag. Guten Tag. Was passiert? Wir hatten einen Unfall und wollten das einfach melden. Dass meine Frau wurde gerade angefahren. Ach du meine Güte. Geht's noch mit dem Geno oder soll ich einen Krankenwagen rufen? Nee, es geht schon. Michael, nimmst du das? Ich mach das. Mach du das. Kommen Sie mal rein hier. Okay. Oder nehmen Sie mal hier Platz. Ja, genau, setzen Sie mal hin. Die Helme können Sie auf den Tisch legen. Nehmen Sie Platz hier. Ich guck mal kurz. Zeigen Sie mal. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Nee, das ist okay. Das ist nicht so schön. Aber da, ich guck mal, Pflaster. Danke. Ja? Noch geht Michael Weber davon aus, dass es sich hier um einen alltäglichen Unfall handelt. Doch weit gefehlt. Die Radfahrerin wurde offensichtlich Opfer eines kaltblütigen Anschlags. Gut, dann erzählen Sie mal, was genau passiert ist. Ja, vor einer halben Stunde. Also erstmal muss ich ja wissen, wer Sie sind. Sind Sie verheiratet oder vorher. Sie gehören zusammen? Okay. Sind Sie auch zusammen gefahren? Ja. Genau, ich bin der Frank Schubert und das ist meine Frau Diane. Okay. Ich fahre mal etwas hinter ihr, weil ich genieße ganz gerne die Natur. Ja. Und sie ist vorausgefahren. Und dann auf einmal, voll erschrocken, dann knallt so ein Wagen ihr links rein ins Fahrrad. Sie fällt auf die Motorhaube. Haben Sie die Straße haben Sie die Straße überquert? Nee, wir waren auf dem Fahrradweg. Sie waren auf dem Fahrradweg, ganz normal. Zeit, in die richtige Fahrtrichtung oder ja, genau. Entgegen der Fahrtrichtung? Okay. Und wo kam das Auto? Von der Straße? Ja, von der Straße rüber auf unseren Fahrradweg. Ich habe dann nur noch gesehen, einen Mann, der kurz aussteigen wollte, als wenn jemand aussteigen wollte, hat mich dann da gesehen und wie erschrocken wieder rein ins Auto und dann weg war. Oha, okay. Können Sie mir sagen, was das für ein Fahrzeug war? Toyota, Kennzeichen leider nicht. Okay. Das fahren wir mit K, irgendwas, aber das war schon alles. Auf jeden Fall ein grauer Toyota Kombi. Kölner Kennzeichen oder? Ich vermute mal K, aber ich kann mich auch täuschen. Mehr habe ich aber nicht erkennen können, das war zu weit weg. Also ja gut, mit Vermutung, das ist natürlich... Eben. Gut, was ist dann weiter passiert? Ja, der ist dann abgehauen. Und wir haben natürlich die nächstmögliche, weil ich sage, hier komm, weil die nächste Polizeidienststelle ist ja hier in der Nähe. Da bin ich mit meiner Frau. Ich hätte Ihre Frau erstmal einen Krankenwagen gerufen. Ja. Also vor Ort. Das wäre das Erste gewesen, was ich überhaupt gemacht hätte. Ja, gut. Also die Zeit, wie lange ist das jetzt her ungefähr? Ja, 20 Minuten ungefähr. Also Sie haben auf jeden Fall einen männlichen Fahrer gesehen? Ja. Noch eine weitere Person im Fahrzeug? Das war zu weit weg. Leider. Gut. Wissen Sie mal, sagen Sie mir nur die Straße, wo das gewesen ist. Also ich bin ja Sie so auskennen, aber das wissen Sie. Beethoven-Parkplatz. Okay, pass auf. Ich lasse das schon mal, vielleicht haben wir ja Glück, dass das Fahrzeug noch irgendwo in der Nähe ist. Ja, nur ohne Kennzeichen wird natürlich schwierig. Ja. Ich bin sofort wieder da. Die Fahndung erreicht Moritz Breuer und Paul Richter, die gerade auf Streife durch Köln-Sylt sind. Viele Informationen haben die Beamten nicht von den Kollegen bekommen. Dennoch können die Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Beethovenparks ausmachen. 1:15:32. Ja. Arnold, für dich zur Kenntnis. Auf dem nächsten Parkplatz haben wir tatsächlich einen grauen Toyota Kombi festgestellt. Ich würde dir schon mal vorab ein Kennzeichen sagen, bevor wir uns den genau anschauen. Köln-Trennung Julius Heinrich 6392. Einen Moment, prüfe. Kurz kam an. Arnold für 1532. 1532, hört. Fahrzeugsgemälde bei Ron Theis, Wohnhaft in Köln. Ich habe hier mehrere Einträge wegen Diebstahl und auch wegen Gewaltdelikt. Ja, ist mit. Hinten ist ein Fahrrad drin. Der ist auch offen. Ich guck mal Kofferraum rein, ich da mehr sehe. Paul. Das ist ein Damenrad. Ein Damenrad? Ja. Guck mal nach vorne, das muss ich mal anschauen. War der Halter bekannt oder was? Ich hab nichts gehört gerade. Ja, Robin Theis und bekannt. Wegen mehrerer Erkenntnisse. Ist das Blut? Sieht aus wie Blut, ja. Arnold für Arnold 1532. So sonst irgendwas? Wollen oder so? Ja, Arnold, für dich zur Kenntnis. Das Fahrzeug haben wir hier festgestellt. Es steht offen. Hinten drin ist ein Damenfahrrad. Ohne Zusammenhang erstmal für uns. Und ja, auf der Motorhaube kommen offensichtlich Blutspuren.
habe ich soweit mit. Haben Sie denn das Fahrzeug gesehen, wo es... Also ich nicht, es war plötzlich halt neben mir, ich habe nicht drauf geachtet und dann ist der einfach ohne Vorwarnung in mich reingefahren und der hätte ja, es war eine gerade Strecke, ich verstehe nicht, warum er nicht einfach... Ja, wenn der den Fahrradweg überquert, wollte der irgendwo, ist dahinter, wenn Sie sagen, da ist ein Parkplatz, wollte der vielleicht auf den Parkplatz drauf fahren? Ich kann mir nicht vorstellen. An der Stelle nicht. Also der ist mit Absicht auf den Fahrradweg gefahren, hat Sie gerammt? Ja, das kann man nicht umgehen. Waren Sie vorher bei der Bank? Haben Sie große Bargeldbeträge bei sich? Gar nichts. Also deutet ja nichts darauf hin, wo ich sagen könnte. Also ich weiß nicht, wer macht sowas? Ja, das ist die gute Frage. Haben Sie irgendwie, Sie irgendwie Feinde oder sowas, wenn das gezielt war? Also, wir haben den Toyota gefunden. Habt ihr gefunden? Führer los. Aber das Kuriose ist, Sie haben hinten ein Damenfahrrad im Kofferraum gehabt. Solltest du vielleicht mal nachhaken. Damenfahrrad? Ja, die sind mit beiden Fahrrädern hier. Und die Täter vor Ort oder? Ja. Gar nichts. Ja. Okay. Gut. Ja, gucken wir. Also wir haben das Fahrzeug gefunden. Okay. So wie es aussieht, haben wir im Moment aber keine Person weiter antreffen können, sondern lediglich das Fahrzeug. Das hat wohl da gestanden in der Nähe. Und im Kofferraum war noch ein Damenfahrrad. Ui. Aber weil ich ja gesehen habe, dass Sie sind ja nicht mit drei Fahrrädern gefahren, die den Fahrrad da eingesteckt haben. Vielleicht noch eine Person, die dabei war oder die im Vorfeld vor Ihnen gefahren ist? Oder? Habe ich um erst gar nicht so drauf geachtet, war ja ziemlich weit hinten auch. Also wir können mal ein Stück hier in die... Es wird durch den Park, glaube ich nicht. Dann lassen wir die Karre ziehen, müssen den DNA-Abgleich machen. Ich würde einmal sagen, hier Richtung... Ich würde auch sagen, wir suchen den jetzt eine halbe Stunde. Zur Not nehmen wir den mit, den Wagen, und dann wird er schon auftauchen. So oder so. Einmal Zwecks Eigentumssicherung. Jetzt bis in den Park reinlaufen, wo sollen wir hin, ne? Ey. Alles klar, ich seh's. Ich komm, gehst du weiter vor, ich komm von links. Polizei! Flossenleck, Messer! Was ist? Rapp. Ruhig, so. Ganz ruhig. Alles gut, ich hab's. Ganz locker, atmen. Ganz ruhig. Vorsichtig. So Arnold, 1532. Alles gehört? Ganz easy. Arnold, wir brauchen vor Ort sofort RTW-NA. Sei leise. Ganz ruhig. Hab ich mir jetzt, schick ich los. Für dich zur Kenntnis, wir sind offensichtlich eine Folge einer Vergewaltigung geworden. Ja, dann bin ich weg. Komm, wir gehen mal ein Stück weiter weg. Ganz ruhig. Ganz. Oh, kommen Sie zur Ruhe. Wir haben ihn jetzt. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wurde angefahren mit meinem Fahrrad. Ich sehe es. Ist das vermutlich. Sind Sie dann mit dem Fahrzug hier hingekommen? Mit meinem Fahrrad. Der Wichser hat mich. Ganz ruhig. Cool. Holt sie backen. Sofort. Entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage, aber es ist jetzt hier noch nicht in irgendeiner Form zu ungewollten Geschlechtsverkehr oder sonst was gekommen. Okay. Alles deutet darauf hin, als habe der Mann die Radfahrerin bewusst angefahren, um sich danach an ihr zu vergehen. Was die Beamten noch nicht wissen, bei dem Verdächtigen handelt es sich nicht um den Fahrzeughalter. Arnold an 1532, wo bleibt der RTW? Was ist mit dem? Achso, wir zum Auto. Hey! Ja, weiter. Hey! Zieh ihn direkt! Hier geblieben. Zieh ihn direkt aufs Fahrzeug. Oh, ganz ruhig. Genau, Fahrzeug. Gehen Sie aufs Fahrzeug ran. Hände aufs Auto. Ja. Weg damit. Hier, Schlüssel habe ich. So. Hände auf den Rücken. Andere auch. So, und jetzt kein Ton, sonst zieht die Nase schön ins Gesicht. Hast du schon? Sehr gut, was ist denn los hier? Einmal, gleich kannst du was sagen. Erstmal kriegst du den Arsch rum. Erfolgreicher Arbeitstag geht zu Ende. Sie kennen sich ja, Sie beiden, ne? Scheint so. Seid Ihr Fahrzeug hier? Nein. Seid Ihr Fahrzeug? Ja, hervorragend. Sag doch nicht ja, halt einfach dein Maul jetzt. Red gar nicht mehr mit denen. Ja, was red gar nicht mehr? Egal, wir wollten Pilze sammeln und fertig. Gut. Ihr seid solche Wichser, ey. Hoffentlich geht ihr lange in den Knast, ey. Was macht ihr überhaupt für dich? Ja. Können wir eine Anzeige wegen Beleidigung aufnehmen oder die Leute abstellen? Was ist denn los hier? Hey! Sind Sie mal leise hier! Die skrupellosen Männer zeigen keinerlei Reue.
Offenbar hat der Fahrzeughalter Schmiere gestanden, während der andere die Radfahrerin vergewaltigen wollte. Die junge Frau steht noch immer unter Schock. Sind so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Ja, aber das war wirklich echt, das ging alles so schnell. Könnten Sie denn vielleicht für mich noch mal kurz beschreiben, was vorgefallen ist? Ich weiß, dass das sehr schwierig ist für Sie, aber wir müssen uns ein Bild von der Sache machen, weil die beiden natürlich jetzt erstmal zum Tathergang überhaupt nichts sagen. Ja, klar. Also ich meine, ich bin einfach ganz normal mit meinem Rad gefahren, ne? Ja. Und dann auf einmal habe ich nur diesen Knall gemerkt. Also ich wurde wirklich richtig angefahren, ja? Und dann habe ich nur gemerkt, also wie ich hingefallen bin, weil das war wirklich so ein Schockmoment. Ich war, als ob ich bewusstlos gewesen wäre. Und dann hat er mich einfach schon mitgeschleppt und dann halt in dieses Waldstück rein. Und dann war ich ja froh, dass sie da waren, weil sonst hätte der was weiß ich drauf gemacht. Und ich habe nur diesen einen Typen, der dann auch meine Tasche gekrallt hat und dann einfach weggelaufen ist. Und das ging alles so mega schnell. Würden Sie einmal einen Blick drauf werfen? Ja, ist das Ihre Handtasche? Ja, okay, ich habe das schon festgestellt. Handy und Portemonnaie sind drin. Ich kann Ihnen das jetzt vor Ort leider nicht erstmal aushändigen. Das ist für uns jetzt erstmal auch ein potenzielles Beweismittel. Wir werden das auch entsprechend jetzt schnell auch untersuchen auf etwaige Spuren. Und dann können Sie das auch morgen höchstwahrscheinlich mitnehmen. Die Kollegen von der Kriminalwache bzw. vom entsprechenden Kommissariat werden Sie gleich aufsuchen. Ich nehme mal an, ihr nehmt sie erstmal mit. Sie mit, ja. Genau, dann würden die auch gleich ins Krankenhaus zu Ihnen kommen und Sie auch nochmal zum Sachverhalt befragen, weil das natürlich auch ein Delikt von einem gewissen Gewicht ist. Dementsprechend ist auch der Ermittlungsansatz bei uns ein bisschen größer. Und wir werden natürlich auch alles versuchen, jetzt beweissicher zu machen, dass wir die beiden auch entsprechend aburteilen können. Die beiden gehen ganz lange ins Gefängnis. Das geht ja überhaupt. Wir geben alles dafür, dass auch entsprechend das Ganze sich darstellen wird. Michel, folgender Stand. Ja. Die haben die zwei Täter bekommen, aha, haben sie festgesetzt. Und es scheint so, als wenn sie die Dame anfahren wollten. Und anschließend wollen sie sehr wahrscheinlich wie vergewaltigen. Nee. So sieht es aus. Also abzocken oder was und dann vergewaltigen? Oder weil die der Dampfer da im Kofferraum hatten? Haben die da irgendwie was rausgekriegt oder noch nicht? Ja, pass auf, die kommen ja sowieso nachher rein. Dann frage ich die nochmal selber, wie das genau gelaufen ist. Also mit den zwei bin ich erstmal so weit durch. Die Strafanzeige haben wir aufgenommen. Und dann könnte ich die eigentlich jetzt entlassen, auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus fahren. Dann gebe ich das so mal weiter. Okay. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Masche der Täter ist mir komplett neu. Ein Fahrradfahrer mit dem Auto anfahren und wenn der verletzt am Boden liegt, den dann ausrauben und dann verschwinden. Dass es dann hier letztendlich zu einer versuchten Vergewaltigung und zu einer versuchten schweren Körperverletzung gekommen ist, das scheint wohl im Affekt passiert zu sein. Aber da muss ich warten, bis die Kollegen jetzt reinkommen, um mir da genaue Details zu sagen können. So wie es aussieht, war das eine Masche von denen, also Personen auf dem Fahrrad anfahren, die so weit verletzen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich zu wehren, die zu berauben. Und hier eventuell in dem letzten Fall bei einer Einzelradfahrerin eine versuchte Vergewaltigung konnte noch verhindert werden. Also von daher, sage ich mal, kann man froh sein, dass Sie jetzt noch dabei sind und das gesehen haben und dann direkt auch eingeschritten sind. Die Männer müssen sich wegen Verkehrsunfallflucht, schweren Raubes, Freiheitsberaubung und versuchter Vergewaltigung verantworten. Sie wurden umgehend in Untersuchungshaft genommen.